Eine City, viele Kieze. Dit ist Berlin. Jeder Stadtteil mit seinen Eigenarten, Kuriositäten und Highlights. In Wedding, da ist ein ganz besonderes Event zu Hause. Das größte Faustballturnier der Welt. Eins! Trotz der schlechten Wetters, Atmosphäre war super, die Leute waren zufrieden. Spaß und jede Menge Spielpraxis. Weil du hast eine super Atmosphäre hier, kannst dich halt wirklich nochmal eingewöhnen in die Feldsaison und einfach Spaß haben. Ich meine, größte Faustballturnier der Welt, ne? Und also wir kommen gerne und macht auf jeden Fall mega Bock jedes Jahr. Der Wedding Cup, organisiert von der Berliner Turnerschaft, steht wie sein namensgebender Bezirk selbst für Vielfalt. Mehr als 200 Mannschaften aus ganz Deutschland, Österreich und sogar Namibia. Von 8 bis 70 Jahren ist alles dabei, was irgendwie gegen den Ball preschen kann. Dieses Turnier vor allem ein Treffpunkt der Faustballfamilie. Also ich habe hier jedes Jahr mindestens ein, zwei Personen, die ich wirklich nur hier treffe, aus Gründen, die sind im Studium im Norden, wir sind im Süden, wie auch immer. Und das ist schon geil, wenn man die sieht, ne? Also und mal wieder sieht und mit dem ein bisschen rumlabern kann und sowas halt, ne? Und wie das bei Familienfesten so ist, fliegt auch hier mal die Kuh. Berlin und seine Kieze bieten da genug Möglichkeiten. Klar, einerseits hier vormittags und mittags hast du hier das Sportliche und ab dann, weil du halt so viele coole Menschen hier hast, dann hast du halt einfach Spaß hinterher, trinkst was, feierst und ja, da eignet sich Berlin halt wunderbar für. Ne? Unsere Verbundenheit zu anderen Mannschaften verbindet uns natürlich auch beim Trinken. Also. Und ein, zwei Bierchen gehen immer. Genau. Spaß steht im Vordergrund. Aber na klar, es wird auch fleißig gesportelt, selbst wenn das Ergebnis an sich nicht im Vordergrund steht. Für uns ist es der erste kleine Test für die Saison. Wir versuchen dann mit allen Mannschaften, die wir haben, herzukommen. Wir haben zwei Herrenmannschaften, eine Frauenmannschaft und noch ein paar Jugendmannschaften, U18, U14 und so weiter. Und ist halt perfekt geeignet. Der Wedding Cup also auch sportlich wichtig. Speziell aber für die Gastgeber von der Berliner Turnerschaft, die in der kommenden Feldsaison erstmals in der Bundesliga mitmischen. Das Ziel für die Spielzeit 2017 klar gesteckt. In der ersten Bundesliga im Sommer sind wir das erste Mal dabei. Deshalb nur der Klassenerhalt erstmal. Und wir wollen mal schauen, wo wir dann stehen und mal gucken, wie es geht. Aber Klassenerhalt auf jeden Fall das Ziel. Ackern, Party und Gemeinschaft. Der normale Wochenendwahnsinn in Berlin. Eine ganz besondere Stadt für ganz besondere Events. Der Wedding Cup von der Berliner Turnerschaft.